Hallo, in diesem Video möchte ich mal mit euch diskutieren bzw. gerne eure Meinung hören, wer ihr denkt, wer der neue Bayern-Trainer wird. Es gibt viele Möglichkeiten, wer der neue Bayern-Trainer werden kann. Eigentlich sollte es ja Thomas Tuchel werden. Aber die Bayern haben ja selbst dafür gesorgt, dass es Tuchel nicht werden kann. Beziehungsweise, Tuchel hat mittlerweile selbst abgesagt, da sich die Bayern nicht für ihn entscheiden konnten. Und am Ende sind die Bayern eigentlich selbst daran schuld. Die Frage ist nun, wer wird es denn? Es gibt eigentlich keine großen Alternativen. Die Bayern haben die ganze Zeit wohl noch darauf spekuliert, beziehungsweise die Bosse, dass es vielleicht doch Heynckes noch ein Jahr macht. Aber so wie es aussieht, will er es nicht machen. Oder was meint ihr? Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Denkt ihr, dass Heynckes weiterhin der neue Trainer bleibt oder beziehungsweise der alte der neue Trainer wird? Oder wird es doch ein ganz anderer? Vielleicht Kovac, der aber sich zur Eintracht bekannt hat? Oder Nagelsmann, der momentan nicht aus seinem Vertrag rauskommt, denn er läuft noch bis 2019. Oder auch Jogi Löw, dessen Vertrag aber auch noch bis 2020 läuft. Eine Alternative wäre Pochettino, aber der steht ja bei Real Madrid hoch im Kurs. Und die Bayern wollten ja eigentlich keinen ausländischen Trainer haben, sondern einen deutschsprachigen. Hasenhüttl wäre zum Beispiel noch ein Kandidat, der beim FC bei RB Leipzig unter Vertrag ist. Allerdings traut er sich das anscheinend nicht zu, obwohl er unzufrieden bei RB ist. Klopp wird es wohl auch nicht werden, da er bei Liverpool ist und dort auch nicht weg will. Tja, wer bleibt da noch übrig? Also, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr denkt, wer der neue Bayern-Trainer wird. Viel Zeit ist nicht mehr für die Bayern-Bosse, damit sie sich entscheiden können. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!